Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Otaku's Adventure. So, der Dieb ist in den VIP-Raum gegangen, aber Gohard meint, sie scheint ihn aus den Augen verloren zu haben. Was? Er ist einfach zu schnell gerannt, richtig? Wie auch immer, er muss in der Nähe sein. NTR? VIP? Hat er sich vielleicht in einen von denen versteckt? Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit. Wir sollten uns aufteilen. Hans, du gehst in den NTR-Raum. Und ich schaue mir mit Nessie den VIP-Raum an. Kein Problem, überlasst mir den NTR. Was auch immer das ist. Okay, wir schauen uns den VIP-Raum an. Na dann los. Hä? Ganz schön dunkel hier. Ich schätze, das Licht ist kaputt. Das ist ein mieser Tag. Der Mann in Grün sollte hier drin sein. Aber können wir ihn irgendwie finden? Ich kann hier überhaupt nichts erkennen. Und wenn ich ihn frage, dann wird er bestimmt nicht antworten. Probier mal das hier. Oh, das ist super. Genau das Richtige. Das ist der externe Blitz einer Kamera. Du kannst ihn auch ohne Kamera auslösen, per Knopfdruck. Versuch den Verdächtigen mit diesem Ding zu finden. Okay, ich werde es versuchen. Okay, also wir sollen wieder ziehen und hier loslassen, wo wir den Blitz anwenden wollen. Solltest du etwas Verdächtiges finden, versuche drauf zu klicken. Okay. Okay. Oh, da habe ich einen Fuß gesehen. Ich glaube, dieser Ort ist ein bisschen verdächtig. Da bist du ja. Boah, super, wir haben ihn nach dem ersten Mal erwischt. Verdammt, ich wurde erwischt. Schnell, gib uns den Koffer zurück. Nicht zurückgeben, außer ihr verprügelt mich. Na, du hast uns drum gebeten. Die Menge verprügelte den Assistenten. Okay, wir haben den Koffer zurück. Oh, wie hatte ich den denn gesprochen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Wieso ist hier so viel los? Wow. Wie habt ihr das geschafft, dass ihr meinen Assistenten verprügelt? Lange Geschichte. Dieser Typ hat unser Zeug gestohlen. Wirklich? Oh, das tut mir sehr leid. Aber jetzt wurde er so übel verprügelt. Oha, wir haben es übertrieben. Ich muss ihn schnell zum Arzt bringen. Auf Wiedersehen. Na, dann lass uns jetzt rausgehen und Hans finden. Hä? Ich glaube, der grüne Mann hat etwas verloren. Was ist das? Ah, ein Stimmenrekorder. Ach, lass das gut sein. Lass uns erst hier raus. Aber ich will den Stimmenrekorder. Hey, ihr seid zurückgekommen. Ich habe den grünen Typen gesehen. Der grüne Typ und sein Freund sind gerade eben aus dem VIP-Raum gerannt. Und gerade als ich fragen will, was los ist, kommt ihr raus. Keine Sorge, wir haben den Koffer für dich gefunden. Oh, vielen lieben Dank. Hä? Wieso ist die Box denn leichter? Oh nein. Was? Also wir haben den Koffer nicht aufgemacht und nachgesehen. Die Hälfte des Geldes ist fort. Oh mein Gott, ich schwöre, wir haben die Box nie geöffnet. Ihr beide helft mir und deswegen glaube ich euch. Die verlorene Hälfte des Geldes, wie viel war das? 200.000, also nicht so viel. 200.000? So viel Bargeld kann man ja gar nicht in seine Taschen stopfen. Ich verstehe. Ich habe gerade gehört, wie die Leute meinten, dass jemand in der oder bei der Auktion eine Figur gekauft hat für 200.000. Vielleicht ist das ein Hinweis. Dann versuchen wir dort drüben Hinweise zu finden? Wieso nicht? Lass uns gehen. Warte, wo wir gerade von Hinweisen sprechen. Der grüne Mann hat einen Voice Recorder fallen gelassen. Wie wäre es, wenn wir uns anhören, was er aufgenommen hat? Vielleicht entdecken wir etwas Neues. Alles klar. Hey. Oh, das Ding scheint keine Batterie mehr zu haben. Wie wär's damit? Ich finde eine Möglichkeit, diesen Rekorder aufzuladen und ihr beide bewegt euch Richtung Auktion. Was meint er denn damit?
Ich weiß nicht, was er mit dem ersten Teil meint. Auf jeden Fall will er sich nicht in die Menge quetschen. Okay, dann gehen wir getrennt. Und danach finden wir einen Ort, an dem wir uns treffen können, wo nicht so viele Leute abhängen. Okay, wir handeln also getrennt. Okay, das müsste die Auktionsgegend sein. Wir fragen einfach mal nach, wer eine Anime-Figur für 200.000 gekauft hat. Hallo, die Auktion wird bald fortgeführt. Das hier ist eine Auktion für Anime-Produkte und Artwork. Ihr werdet es wirklich bereuen, wenn ihr diese Chance verpasst. Hey, gibt es etwas, das du kaufen willst? Ich kann mir jedenfalls keine Figur leisten, die 200.000 kostet. Okay. Die nächste Auktion ist... Ah! Das ist so cool. Mein Bild. Mein Bild. Ich bin so stolz. Es wird jetzt von irgendwem ersteigert für 200.000 Dollar. Oder Yen oder was auch immer. Ich weiß ja nicht mal, welche Währung die hier haben. Das ist super cool. Eine sehr, sehr lustige Idee. Dieses hier. Was für ein perfektes Kunstwerk. Wow, das ist ein Meisterwerk. Wow, das ist unglaublich. Was? Ich habe das gemalt. Das muss ein Scherz von Bobo sein. Die Auktion beginnt. Wir beginnen bei 500.000. 500.000? Ich habe 600.000. Ich habe 700.000. Ich habe 1 Million. Ich habe 3 Millionen. Oh Gott, die Leute sind ja total verrückt. Wer ist das denn? Ich habe 10 Millionen. Wow. Oh, das ist ein reicher Typ. 10 Millionen. Jemand hat gerade 10 Millionen geboten. 10 Millionen zum ersten, 10 Millionen zum zweiten und 10 Millionen zum letzten Mal. Deal. Glückwunsch. Diese Person erhält nun dieses Meisterwerk zum Preis von 10 Millionen. Ha. Ich bin froh, dass mir niemand zuvor gekommen ist. Hi. Hallo. Was ist denn, bitte? Wieso kaufst du denn dieses Meisterwerk? Du kennst mich nicht. Ich bin Sisi. Ich bin ein professioneller Kunstkritiker. Alles, was ich sammle, dessen Wert steigt immens. Wow, das ist ja unglaublich. Hallo, Sisi. Ich bin auch ein Kunstsammler. Ich bin Oily Hair. Öliges Haar oder fettiges Haar. Ich bin zur Toilette gegangen und habe die Auktion verpasst. Kann ich dieses Gemälde von dir kaufen? Ich liebe es so sehr. Worte. Oder sogar... Achso, es ist halt ein Wortspiel. Ich kann das jetzt gar nicht richtig übersetzen. Also, Worte können nicht ausdrücken, wie sehr er dieses Meisterwerk liebt. Aber es ist halt ein Wortspiel mit drin, weil es gibt ja Word, Excel und PowerPoint. Also all das kann nicht ausdrücken, wie sehr er dieses Meisterwerk liebt. 50 Millionen und ich handle nicht. Okay, Deal. Ich nehme es für 50 Millionen. Ich wusste, das würde so laufen, wisst ihr? Hey, entgeht uns irgendetwas Wichtiges? Oh, verdammt! Ich wollte ja fragen, wer die Figur gekauft hat für 200.000. Ich erinnere mich nicht. Das ist schließlich eine sehr kleine Menge Geld. Oh, aber ich erinnere mich, wie hässlich diese Figur war. Oh, wie sah sie denn aus? Es ist Mono-Eye. Eine Mono-Eye-Figur. Und es ist ein Mädchen gewesen, das sie gekauft hat. Irgendein Nonsens-Mädchen. Und ich sah, wie sie mit einem Mann in einem engen grünen Anzug herumlief. Das ist wirklich... Sie hat wirklich keinen Geschmack bei der Auswahl ihres Freundes. Oh, das muss sie sein. Und wie sah das Mädchen aus? Ist mir nicht aufgefallen. Ich habe mich nur auf die Person in diesem grünen Spandex-Anzug konzentriert. Hier ist ein Flyer über die einäugige Figur. Auch wenn es eine sehr hässliche Figur ist, es ist die einzige auf der Welt. Aber trotzdem habe ich kein Interesse. Okay, danke sehr.
Okay, dann lass uns zum nächsten Ort gehen. Was ist denn der nächste Ort? Wo sind wir hier? Das ist die Fanart-Gegend. Fanart? Ja, naja, die Künstler verkaufen hier ihre Comicbücher. Hier scheinen ja eine Menge Leute zu sein. Also, ich schau mal, ob es hier irgendwelche Hinweise gibt. Okay. Verzeihung, Vorsicht, heißes Wasser, heißes Wasser. Oh, sehen die süß aus. Hey, Gentleman, das hier ist die richtige Schlange. Ja, ich hoffe, du kannst dich an die Reihenfolge halten. Oh, sorry. Aber könnt ihr mir vielleicht sagen, was die Schlange ist? Hä? Ich bin MVV, ein Dojinshi. Ich sag's jetzt einfach so. Oh mein Gott. Autor. Also Autorin. Wenn du meine Arbeit magst, dann bitte stell dich in die Schlange, um welche zu kaufen. Ich bin auch Autorin. Mein Name ist Fyodo. Wir haben schon den ganzen Tag hier unterschrieben. Wir haben keine Zeit, um auf Toilette zu gehen. Also, wenn du uns unterstützt, dann stell dich in die Schlange. Richtig. Es war wirklich schwierig. Das ist wirklich heftig, den ganzen Tag zu unterschreiben. Ich habe aber keine Zeit... Achso, sie haben keine Zeit, um ihren Platz zu verlassen. In diesem Fall sind sie bestimmt keine Kriminellen. Ah, okay, wir haben das jetzt quasi ausgeschlossen dadurch. Tja, ich konnte keine Hinweise entdecken. Hey, schau dir das mal an, das scheint verdächtig zu sein. Dann lass uns doch getrennt weiter untersuchen. Okay. Wow, die sind alle sehr verdächtig. Vor allem die beiden. Wer bist du? Hallo, wer bist du? Ich bin Sunsa. Naja, Paul, wie? Was ist geschehen? Ein Mann zu sein ist so anstrengend. Ja, ist er denn ein Mann? Ich glaube nicht, dass er das ist. Hä? Wie läuft es? Irgendwelche Hinweise? Nein, keine Hinweise. Hey, ich habe andere Leute gefragt und auch keine Hinweise entdeckt. Oh Mann, also die Übersetzung ist teilweise echt schwierig. Teilweise weiß ich gar nicht genau, worauf die hinaus wollen. Hey. Ich glaube, jemand hat mich gerufen. Ah, du bist zurück. Irgendwas geschafft? Der Rekorder ist jetzt voll aufgeladen. Und ich habe einen wichtigen Hinweis. Was für ein Hinweis? Ich werde alle zuhören lassen. Beep. Ich habe einen Koffer voller Geld eingesammelt heute. So ein Glück. Ich habe 20.000 mit meinem glatzköpfigen Partner geteilt. Weil mein Partner glatzköpfig ist. Piep. Aha, ein Glatzkopf. Ah, Der Verdächtige ist also ein Glatzkopf. Also ein glatzköpfiges Mädchen? Glatzenmädchen. Okay, also wir haben jetzt ein klares Aussehen, aber mir ist niemand aufgefallen mit einer Glatze. Wir sollten uns aufteilen. Wir haben unser Bestes bis hierhin gegeben. Nicht aufgeben. Glaub mir. Auf jeden Fall. Okay, bitte. Oh, echt, ey. Also, dieses Englisch ist so krass gebrochen. Yay, Kyo's Adventure. So cool. Und es ist auch ein tolles Fanart. Oh, das ist die Ausstellung für Kyo's Adventure. Kyo's Adventure? Ach ja, die haben einen ja auch immer verfolgt. Stimmt. Und waren das diese Typen, die manchmal rumstanden? Was ist das? Das ist ein Spiel aus 2016. Es geht um eine Highschool-Schülerin, die ein Horrorabenteuer erlebt. Kyo. Und macht es Spaß? Ja, ist schon okay. Ach, wie cool. Willkommen zur Ausstellung von Kyo's Adventure. Wow, ein Kyo-Cosplay. Sieht aus, als wäre Kyo am Leben. Du bist eine professionelle Cosplayerin. Danke. Eigentlich bin ich hier Mitarbeiterin. Ich promote meine Firma. Bitte, du kannst gerne diesem Ort hier einen Besuch abstatten. Ach so. Das ist der letzte Boss. Ah, okay. Sieht ziemlich schwach aus. Aber ich glaube, dass
viele Spieler ihn nicht besiegen konnten. Weil er ist ein One-Kill. Oh, okay, dann ist der Produzent aber verrückt. Hä? Huh? Das ist doch... Das ist ja diese Ein-Augen-Figur. Korrekt. Wem gehört die? Sollen wir Kyo fragen? Okay. Ich gucke aber erst noch. Was? Das ist ja ekelerregend. Was ist das? Das ist das Monster aus dem Spiel. Aber es ist jetzt ein Kissen. Wie cool. Wer will denn so ein Kissen? Ich würde es nehmen. Das Poster von Kyo. Übrigens. Ist das Monster... das auf dem Poster ist überhaupt im Spiel erschienen? Das weiß ich jetzt auch nicht. Wow, eine riesige Zombie-Figur. Also, ich mag ja Zombie-Spiele. Aber nachts wäre mir das echt zu gruselig, das im Haus stehen zu haben. Okay, dann fragen wir mal Kyo. Hallo, könnte ich dich etwas fragen? Okay, bitte. Ich möchte fragen, wessen einäugige Figur dort drüben das ist? Diese Figur gehört mir. Ist sie süß? Okay. Ja, das denke ich auch gerade. Was ist denn los? Das Problem naht. Also, wir haben 200.000 verloren. Und gerade eben hat jemand 200.000 verwendet, um diese Figur bei der Auktion zu kaufen. Bist du diese Person? Sir, ich glaube, Sie haben einen Fehler begangen. Diese Figur habe ich vor langer Zeit gekauft. Dazu hätte ich keine 200.000 gebraucht. Was? Ach, diese Frau lügt doch offensichtlich. Ich glaube auch, dass sie lügt. Aber haben wir irgendeinen Beweis, mit dem wir beweisen können, dass sie lügt? Denk genau nach. Wir sollten einen Beweis besitzen. Ja, das ist super einfach. Okay, sollen wir einfach wieder rüberziehen? Obwohl, ja, die gibt's nur einmal. Ach, wie cool. Das ist wie bei, ach Mensch, wie heißen denn die Spiele? Ich habe sie ja alle gespielt. Phoenix Wright. Oh, ich liebe die Phoenix Wright-Spiele. Also ich glaube, die drei Hauptspiele und Apollo Justice habe ich gespielt. Ich habe nur dann aufgehört irgendwann. Ich weiß gar nicht, ob noch weitere Spiele rauskamen. Aber auf jeden Fall habe ich die alle gespielt. Vier Spiele habe ich gespielt. Schau dir das an. Was ist das? Das ist der Flyer der einäugigen Figur. Das ist die einzige auf der ganzen Welt. Was? Und man kann sie nur auf der heutigen Auktion kaufen. Also, warum lügst du immer noch? Das... Schau, sie zittert. Ha, so ein starker Beweis, da sieht man direkt die Lüge. Scheinbar bist du, Kyo, die Verdächtige. Ha. Was? Ihr seid ja lustig. Tja, dann kann ich es ja zugeben. Was? Tatsächlich bin ich zur Auktion gegangen, um diese Figur zu kaufen. Ich fürchte, ihr könnt kaum glauben, dass ich 200.000 für diese Figur ausgegeben habe. Man soll schließlich ein Auge werfen auf sein Geld. Diese 200.000 sind das Gehalt meiner Firma für die letzten beiden Tage, nicht euer Geld. Sie meinte, die 200.000 wären ihr eigenes Geld. Aber ich glaube, sie sagt nicht die Wahrheit. Können wir das irgendwie beweisen? Dass sie nicht so viel Geld hatte? Ja, das müssten wir dabei haben. Ich beweise es. Ich benutze das hier, um zu beweisen, dass du dir das nur hast einfallen lassen. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Bitte, urteile nicht einfach so über mich. Ups, vielleicht habe ich ja Unrecht getan. Ach so, das ist es gar nicht. Oh, dann was ist das hier denn? Was stand denn in der Game Weekly? Ach ja, sie stehen ja kurz vor dem Bankrott. Natürlich ist es das hier. Dann können die ihr ja nicht so viel Geld ausgezahlt haben. Okay, ich will zurück. Ich will zurück. Ich will zurück. Hilfe. So. Dieses hier. In dem Newsletter steht, dass die Firma von Kyo's Adventure Probleme hat. Was? Und da steht auch, dass die Firma kurz vorm Bankrott steht und trotzdem noch neue Spiele entwickelt.
Deswegen haben die Mitarbeiter ein sehr geringes Gehalt. Sie können nicht einmal genug zu essen kaufen. Du sagtest, dass die 200.000, die du ausgegeben hast, dein Gehalt wären für die letzten beiden Tage. Wie kann denn eine Firma, die kurz vor dem Bankrott steht, sich so viel Geld leisten? Für einen Mitarbeiter. Wieso lügst du? Wenn du nichts zu verstecken hast? Diese 200.000 sind das Geld, das wir verloren hatten. Wieso sind dir diese 200.000 überhaupt wichtig? Ich könnte doch auch etwas gespart haben. Oder meine Familie ist reich. Oder mein Freund ist ein Programmierer. Aber ist ein Programmierer reich? Das geht dich nichts an. Komm nicht mehr hierher. Sprich nicht mit mir. Lass mich in Frieden. Okay, wir haben die Lügen dieser Frau aufgedeckt. Jetzt ist sie inkohärent geworden in ihren Aussagen. Die letzte Chance. Jetzt müssen wir sie erledigen. Okay. Jetzt sollte ich den wichtigen Beweis zeigen, mit dem wir beweisen können, dass ihr das Geld vom grünen Mann gegeben wurde. Wie geil. Es ist egal, ob du redest oder nicht. Hör dir diese Aufnahme an. Okay, das muss ich ja jetzt nicht nochmal übersetzen. Wobei das da falsch steht übrigens, weil er 20.000 sagt. Was willst du mir mit dieser Aufnahme sagen? Ach so, halt, du hast eine Perücke auf, Wetten. Diese Aufnahme sagt doch ganz klar aus, dass die Verdächtige oder der Verdächtige ein Glatzkopf ist. Ja, ich habe darüber nachgedacht und fand es seltsam. Du bist so verdächtig, aber du hast so viel Haar. Also, ich habe eine Menge Haar. Also bin ich es nicht. Und daher musst du lügen. Du hast eine Perücke auf. Du bist die Glatzköpfin, richtig? Du. Wovon redest du da? Ich kann doch keine Glatzköpfin sein. Oh, wer weiß. Ich zieh gerne an deinen Haaren, wenn du willst. Warum sollte ich dich das tun lassen? Du bist doch ein Fremder. Ich glaube, du fühlst dich schuldig. Warum hättest du sonst Angst, dass ich an deinen Haaren ziehe? Wer lässt denn einen Fremden an seinen Haaren ziehen? Okay, ein Wind, ein sehr starker Wind scheinbar, weht an ihrem Kopf vorbei. Ach, so geil. Mein Haar! Nun, hast du noch irgendetwas zu sagen? Weinau? Ich habe jetzt nichts mehr zu verlieren. Sogar mein Haar ist fort. Ich sage euch die Wahrheit. Du gibst es also endlich zu. Ja, ich bin mit dem grünen Typen zusammen. Er hat einen Koffer voller Bargeld gefunden. Und dann haben wir es 50-50 aufgeteilt. Was für ein toller Typ, mit dem ich da zusammenarbeite. Ich sagte ihm, er solle mir die 200.000 geben. Weil ich meinte, ich würde das Geld nutzen für die Auktion. Für etwas wirklich Tolles. Und das Geld, das wir damit verdienen würden, würden wir danach wiederum aufteilen. Zu jener Zeit hatte ich das Gefühl, dass ich damit sicherlich ein Vermögen machen würde. Aber ist dieses Ding wirklich so beliebt? Ich hätte nicht gedacht, dass er so schnell von euch erwischt wird. Ich möchte übrigens erwähnen, dass ich wirklich ziemlich häufig bei diesen Texten auch interpretiere, ne? Ich weiß nicht, ob ich das immer richtig übersetze, weil die Sätze sind teilweise wirklich so verkorkst, dass ich dann einfach denke, ach, ich interpretiere da jetzt was rein, was Sinn ergibt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass auch ich erwischt werde. Das war's. Dann gib uns bitte die 200.000 schnell zurück. Ich habe kein Geld. Aber du kannst diese Figur haben. Was? Wer will denn dieses Ding? Habt ihr die Person gefangen? Ja, haben wir. Diese Glatzköpfin. Aber sie hat das Geld bereits verwendet, um Anime-Figuren zu kaufen. Können wir sie zurückgeben? Müsst ihr nicht machen. Ich war heute hier, um das Ding zu kaufen. Oh. Ich kann sie, wann immer ich will, wieder verkaufen. Zumindest dem doppelten Preis. Ich danke euch so sehr, dass ihr mein Zeug zurückgebracht habt. Sehr gerne.
Wir sind ja irgendwie auch dafür verantwortlich. Autsch. Na gut, ich mache hier jetzt mal eine Pause. Was ist los? Ach so, ich kann gerade keine Pause machen. Oh, ich habe Magenprobleme. Ich muss zur Toilette. Was? Autsch. Jetzt, und was jetzt? Oh, auch ich habe irgendwas mit dem Magen. Toilette! Dann sehen wir uns nächstes Mal. Vielen Dank. Okay, oh, ich kann es nicht mehr zurückhalten. Schnell zur Toilette. Ach, es ist autosave. Okay, das ist ja cool. Ich glaube, dann machen wir an der Stelle einen kleinen Cut. Das passt ja wirklich gerade ganz gut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Otakus Adventure. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Aber es ergibt sowieso alles nicht viel Sinn. Aber es hat wirklich sehr, sehr coole und lustige Momente. Ich mag das Spiel sehr gerne. Also, ihr Lieben, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.